Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro. Heute ist es soweit, wir werden die ganzen Pakete abschicken. Zwei, da hinten liegt noch das Handy. Aber bevor ich das Handy überhaupt wegschicken kann, muss ich ja noch ein Review dazu drehen. Und um ein Review dazu zu drehen, müsste ich erstmal das Studio hier aufbauen. Und hier sieht das ehrlich gesagt noch etwas müllig aus, hier liegt noch alles umher. Damit ich das aber machen kann, muss das vernünftig aussehen. Also erstmal aufräumen, das Video abdrehen, Q-Bird bzw. H-Fury Mix, dann einpacken, dann wegbringen, dann in die Stadt fahren, dann keine Ahnung, dann mal sehen, was der Tag heute auf jeden Fall noch bringt. Erstmal aufräumen und Video drehen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einen Zeitraffer mache. Muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich das. Übrigens, ich habe gestern im Video gesehen, dass ich nicht immer ganz so im Bild war. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht mit 12mm filme, sondern mit 19mm. Ganz einfach anderes Objektiv. Dadurch bin ich nicht immer perfekt drin im Fokus. Beziehungsweise im Fokus schon, weil es hat ja Autofokus. Aber dadurch bin ich nicht immer ganz komplett drin. Es ging noch einigermaßen. Von daher, gucken wir erstmal weiter. Räumen wir erstmal auf. Habe ich schon gleich schon das dritte Mal. Egal. Und nehmen dieses Video auf. So, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe hier mit meinem Smartphone, mit dem iPhone 7, den Zeitraffer gemacht. Ich hoffe, ich konnte ihn jetzt eben gerade gut im Video reinpacken. Hier erstmal nochmal kurz wieder aufräumen, weil eigentlich bin ich fast mit durch mit Videos für nächste Woche, für diese Woche. Ich habe da noch einiges vorbereitet, beziehungsweise noch einiges in der Hinterhand, was ich noch schneiden muss, was ich noch aufnehmen muss. Aber eigentlich ist der Rest alles da am PC. Brauche ich jetzt die Lampen und alles eigentlich nur noch für den Vlog, damit die auch schön nochmal Licht geben. Jetzt noch Vormittag erstmal die ganzen Paketscheine ausdrucken, das werde ich jetzt noch machen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich losfahre. Genau, wenn ich losfahre, wenn ich das alles aufgeklebt habe. Das muss ich euch nicht zeigen, wie ich das aufklebe. Das ist totaler Schwachsinn, das weiß jeder, wie das funktioniert. Gucken wir uns dann vielleicht nochmal Güstrow an. So, ihr seht, ab geht's. Drei Stück, drei Pakete. Erstmal wegbringen. Ich bin jetzt da beim Hermes Paketshop in der Tankstelle. Ich werde hier einmal ganz frech vorparken und damit ihr da nicht mit reinkommt oder nicht reinkommen müsst, werde ich euch mal hier vorne hinpacken. Ich denke mal, ihr habt mich jetzt gesehen. Ich würde das jetzt ein bisschen wahrscheinlich zusammengekattet haben, weil das ziemlich lange gedauert hat, weil da ziemlich viel los war. Aber wir fahren jetzt erstmal noch mal zur Bank. Also ich zu meiner Bank. Und danach fahren wir nach Schöneninsel runter. Versuchen wir es mal. Den Weg, den sehe ich von hier schon, weil der ist nicht asphaltiert und auch nicht gepflastert oder irgendwas. Das ist nämlich eine Waldstrecke, sage ich mal. Wald- und Wiesenweg. Wollen wir mal gucken. So, wir sind da. Das hier ist Schöneninsel. Was gefangen? Kalt. Weiß nicht, ne? Das ist neu. Das da drüben ist die Insel. Mitten auf dem Inselsee. Deswegen heißt der Inselsee auch Inselsee. Ich versuche das hier nochmal ein bisschen einzufangen. Es ist halt schade, dass hier dieses Tor ist. Dadurch kann ich das natürlich jetzt nicht so schön einfangen. Ist halt schade, dass man hier nicht mehr rauf kann und auch nicht mehr filmen kann. Das letzte Mal, wo ich hier war, konnte man das noch. Das wäre ein geiler Shot gewesen. Schön mitten auf der Brücke, links und rechts Wasser. Das wäre richtig cool gewesen. Finde ich jetzt etwas schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht jetzt natürlich auch im Winter hier nicht allzu geil aus. Überall halt Holz und Bruch und schieß mich tot. Ist halt nicht wirklich so schön gerade anzusehen. Ich glaube, ich werde hier seitlich nochmal einmal langlaufen durchs Gebüsch. Und mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar geilere Shots kriege. Man ist ja mal so ein bisschen auf der Jagd nach Shots. Und die Haare liegen wahrscheinlich schon wieder wie Sturm auf 7:30. Ich finde das halt relativ schade, dass ich hier nicht mehr langkomme. Das wäre nochmal ein geiler Shot gewesen. Hier hinten sehen wir auch nichts mehr. Ich habe gedacht, man kommt noch ein bisschen schön ran. Da hinten, was hier hinter dem ganzen Busch alles ist. Ich muss ehrlich sagen, der Autofokus wird immer schneller. Wenn ich jetzt hier nur mal die Hand hinhalte, wird das auf einmal rasend schnell.
wieder fokussiert, finde ich extrem cool. Allerdings finde ich es nicht cool, dass ich da nicht hinten rauf kann oder auch nicht hin kann. Man sieht halt dadurch leider nichts, aber wahrscheinlich hört man schon wieder den Wind. Das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein von diesem Video. Meine Haare liegen wahrscheinlich wie 7:30 durchgeföhnt. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und vergesst auch nicht gleichzeitig das Abo. Ansonsten sagt Tobro, ciao!